Was wäre ein Held ohne Schurken? Widmen wir uns in dieser Episode den größten Schurken von Spider-Man. Aber wer hat's nicht in meine Liste geschafft? Da hätten wir Beetle, Cardiac, Cyclone, Hammerhead, Jack-O-Lantern, Kane, Manwolf, Molten Man, Puma oder auch Silvermane. Ihr merkt recht unbekannte Schurken, dennoch gehören sie irgendwie ja dazu, aber nicht in meine Liste. Auch J. Jonah Jameson ist nicht drin. What are we gonna call this guy? Dr. Octopus. That's crap. Wait, I got it. Dr. Octopus. Are you fucking kidding me? Ich weiß, ein Hitler-Schnauze ist furchterregend, aber die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft wird wenigstens mit diesem Problem fertig. Den letzten Platz macht Mr. Negative. Und warum? Es ist der letzte Platz, also muss ich euch ernsthaft den letzten Platz erklären? Besser platziert, aber dennoch schlecht, ist Alistair Smythe. Den kennen einige von euch als den Typen im Rollstuhl aus dem Cartoon, der später in den Comics zu Spider-Slayer wurde. Der macht einen schlechten Job, denn die Spinne lebt ja noch, daher nur Platz 24. Ein weiterer Widersacher wäre Tombstone, ein Afroamerikaner, der weiß wurde, an wen erinnert mich das wohl. Warum ist er in meiner Liste? Ich habe keine Ahnung. Diesen Platz sichert sich die reizende Bieze Catwoman. Moment, falsches Universum. Black Cat. Genau wie bei Catwoman und Batman gab es zwischen Felicia Hardy und Spidey immer wieder kleinere Romanzen. Black Cat ist mal gut, mal böse. Ich bin klug genug, dir nicht zu vertrauen. Sexy bleibt sie aber trotzdem. Weiter geht's mit Kingpin. Den muss ich Spider-Man mit Daredevil teilen, aber trotzdem gehört er in die Liste. Wir durften ihn bisher als großen Gangsterboss erleben, der auch mal ordentlich zuschlägt, wenn es sein muss. Angekommen auf Platz 20, jetzt wird's spannend, hätte ich das Chamäleon für euch. Ich wollte ihn eigentlich höher platzieren, denn wer jedes Gesicht annehmen kann, der ist schon mal ein kleiner Vorteil. Doch das Weißbrot ist kaum präsent für mich im Marvel-Universum, gehen wir also weiter. Rhino bahnt sich den Weg frei für Platz 19, aber warum ist er so schlecht platziert, obwohl er so stark und gefährlich ist? Sagen wir es mal so, das Nashorn ist gerade nicht der hellste im Kopf und der Netzschwinger hatte bisher keine großen Probleme mit ihm fertig zu werden. Hey Kumpel, pass ein bisschen auf, sonst gehen wir beide baden. Ach ja, wer bist du? Sagt euch der Name Sergei Kravinov etwas? Nein, und Kraven the Hunter? Der Jäger, der versucht, Webhead zu jagen. Er hat immer wieder versucht und ist immer wieder dran gescheitert. Moment, nicht ganz. In der Story-Arc, Kravens letzte Jahr, konnte er Pete doch noch unter die Erde befördern. Wörtlich. Doch zwei Wochen später war Peter wieder da. Fail an der Stelle. In jeder Liste gibt es einen verrückten Wissenschaftler. Ich habe mich für den Jackal entschieden, der in der Clone-Saga oder auch in Spider-Island eine größere Rolle spielt. Und als Mensch namens Miles Warren war er schon seit Anbeginn dabei. Es geht weiter mit Hydro. Man muss nicht Sherlock sein, um zu wissen, was er kann. Genau, Feuer, nie Erde oder Weißwasser. An sich eine coole und vielseitige Fähigkeit, sich in Wasser zu verwandeln. Man kann Frauen beim Duschen beobachten. Mit Mädels baden. Ja, sehr diabolisch halt. Daher leider nur Platz 16 für Hydro Man. Platz 15, Mann, geht das schnell. Schocker. Schockierend, nicht wahr? The Shocker is alive. Auch hier einer der frühesten Stunden mit der Fähigkeit, der hat keine Kräfte. Das ist nur ein Typ, der sich so Dinger gebaut hat, die Schall produzieren. Das reicht gerade mal für Platz 15. I can resume my leading role of Mysterio. Now let's disappear. Mysteriös ist es, aber diesen Platz sichert sich Mysterio. Billy hat Kugelertes mit seinen Michael Bay-Effekten immer wieder auf den Netzschwinger abgesehen. Excuse me, I'm sorry. Doch ihn nie in die Finger bekommen. Wir kommen den ganzen etwas näher. Als nächstes kommt der Geier, ein alter Sack in einem Geierkostüm. Wer sind Sie? So etwas ähnliches wie Sie, ein Geier. Nein, das ist kein fehlgeschlagener Cosplay-Versuch von einem Rentner, sondern eine ernstzunehmende Bedrohung. Abgesehen von seiner Mitgliedschaft in der Sinister Six war er bisher zu bändigen. Bevor wir mit den Plätzen 12 bis 1 weitermachen, gibt's erstmal eine Pause mit den News und Highlights. Es gibt noch keine Trailer, aber Screenshots zum kommenden Film Justice League Thron von Atlantis. Ich würde sagen, ich halte kurz mal die Fresse und ihr schaut euch die Screenshots an. Gehen wir rüber zum Image Verlag. Auf der Comic-Con 2014 hat Todd McFarlane ein interessantes Interview gegeben, was in den anderen vorgestellten Sachen irgendwie untergegangen ist. Es geht um die Zukunft von Spawn. Der Todd-Father plant ab Ausgabe 250 ein neues kreatives Team einzustellen. Das bedeutet, Gudransky wird endlich abgelöst, was für mich allein schon ein Grund ist, wieder in Spawn einzusteigen. Und es kommt besser. Al Simmons soll wieder zurückkommen. Dann wurde Todd gefragt, was er von Reboots hält und keine Sorge, er ist dagegen, Spawn mit einer 1 neu starten zu lassen, weil er es einfach schwachsinnig findet. Und wie sieht es aus mit dem neuen Spawn-Film? McFarland meint, man könnte den Film endlich nächstes Jahr drehen. Ob was draus wird oder nicht, das werden wir ja dann sehen.
Und jetzt was zu Supernatural. Folge 200 wird wie ein Musical aufgebaut sein. Worum wird's gehen? Sam wird erstmal klarkommen müssen, dass Dean ein Dämon ist. So wird Castiel den beiden erstmal helfen, bevor er sich um seinen eigenen Scheiß kümmert. Wie es mit den anderen Engeln aussieht, sie wollen Cass folgen. Währenddessen will Crowley Dean auf die dunkle Seite der Macht locken. Was noch alles passieren wird und welche Leute noch Gastauftritte haben werden, das erfahren wir ab dem 7. Oktober. November erwartet uns die Miniserie Gotham by Night. Wie der Titel es schon sagt, geht es um die Nachtschicht der Polizisten von Gotham, die dann die ganzen Scheiß erlebt. Ganz vorne dabei ist Jim Corrigan, der auch bekannt ist als Spectre. Der Autor Ray Fawkes verrät, es soll was von Batman Eternal haben. Da bin ich mal gespannt. Was macht Marvel so? Naja, die sammeln immer noch Geld aus dem Erfolg von Guardians of the Galaxy. Es wurden Konzepte aus dem Film geleakt in Form von Artworks. Komisch nur, dass der Helm von Nova dabei ist. Das bedeutet, er wurde rausgeschrieben, weil er sonst zu viel wäre. Was soll's? Das lässt mich drauf hoffen, dass er im zweiten Teil dabei ist. Was gibt es für Conventions in eurer Nähe? Machen wir einfach mal den ganzen August durch. Da hätte ich eine Skyfall-Con für euch, die Trevacon. Die ist übrigens vom 16. bis zum 24. In Starkeburg haben wir vom 22. bis zum 24. die Manticon. Hobbit-Tage haben wir in Odenwald vom 23. bis zum 24. Und eine Trekkie-Convention, die Trekgate 2014, haben wir in Düsseldorf vom 30. bis zum 31. Von Vögel zu Reptilien. Yep, die Rede ist von Bösewicht aus dem ersten Teil der Amazing Spider-Man Filmreihe. Kurt Connors aka die Echse. Im Laufe der Zeit stellte er sich als Freund heraus, zumindest seine menschliche Seite. Als Echse ist er trotzdem gefährlich genug für den 12. Platz. What is it? A lizard? Or a man? I'm a lizard, man. Ein weiteres Mitglied der Sinister Six sichert sich den 11. Platz. Der Schurke Electro, den ihr zuletzt in Amazing Spider-Man 2 sehen konntet. Blitze manipulieren, mehr braucht man auch nicht im Leben, oder? Aber die Jungs auf der Top 10 haben es wirklich drauf. Endlich bei der Top 10 angekommen, beginnen wir mit dem Spot. Obwohl dieser Kerl sehr gefährlich ist, fällt es mir irgendwie schwer, ihn ernst zu nehmen. Wenn man Wurmlöcher erzeugen kann und dadurch sich überall porten kann, ja, dann könnte man sehr viele Leute verärgern. Zum Beispiel den Kingpin. Ich will wirklich nicht weiter stören, aber... Hast du wirklich vor, diesen Riesenhaufen Kohle da zu klauen? Ja. Machen wir weiter mit einem Unbekannten, zumindest für Neulinge. Die Rede ist von Morlun. Ich persönlich habe keine Erklärung, was er ist, doch er ähnelt sehr einem Dämon, der nur auf das eine aus ist, Spider-Man töten. Er kann Energie aus allen Lebewesen, die er berührt, abziehen und wird dadurch eben stärker. Die bisherigen Begegnungen verliefen nicht gerade gut. Er wird auch der Antagonist des kommenden Epos Spider-Verse sein. Es bleibt gefährlich mit dem Skorpion. Warum habe ich ihn besser platziert als Morlun? Die Antwort ist so simpel, wie sie dumm ist. Ich mag ihn mehr. Wer ist der Glückliche auf Platz 7? Der Sandman. Schon wieder falsches Universum. So wie ich Bewunderung für Garas Fähigkeit habe, so auch für Sandman. Mit seinen Kräften, sich in Sand zu verwandeln, konnte er bisher so einiges anstellen. Darunter auch Peter Parker das Leben schwer machen. Weil er aber Sand im Schuh hat, bleibt er auf Platz 7 stecken. Dann ein Vampir, der mal nicht in der Sonne glitzert. Ich begrüße auf Platz 6 Morbius. Goddamn right. Als ich klein war und ihn im Cartoon gesehen habe, kriegte ich davon Albträume. Abgesehen von seiner Schweinenase und der Tatsache, dass er Blut saugt durch seine Hände, schafft es der mächtige Dracula doch noch auf Platz 6. Ein Platz weiter setze ich Hobgoblin. Diese diabolische Missgeburt hat öfters die Umwelt der Stadt übernommen und schreckte nicht davor zurück, kleinen Kindern den Lolli zu klauen. Sympathisch wurde mir aber durch sein Benehmen. Durchgeknallt und Genie zugleich. Auf dem 4. Platz gehört auf jeden Fall Dr. Octopussy. Komm schon, ich wusste, dass es so kommt. Er schaffte das, was keiner schaffte, nämlich mit Peter Parker den Körper zu tauschen. Was im Zuge von Marvel Now für die Serie The Superior Spider-Man sorgte. Respekt schon mal dafür, doch mehr Respekt oder auch besser gesagt Angst sollte man vom nächsten haben. Carnage, die abgedrehte Version von Venom. Ich habe eine Schwäche für diese Art Charaktere mit einem Dachschaden. Da passt Carnage ja gut rein. Der Symbiont nimmt sich Cletus Cassidy als Träger, der bereits eine Karriere als Serienmörder und Terrorist hinter sich hat und wurde noch verrückter, als er schon war. Jetzt wird's spannend, wer ist auf Platz 1 und auf 2? Seit Jahren kämpfen Green Goblin und Venom um die Liebe der Fans. Während Green Goblin praktisch die Marvel-Version vom Joker ist, handelt er sich bei dem ursprünglichen Venom alias Eddie Brock um eine gegengepolte Seite von Spider-Man. Der Goblin ist durchgeknallt und doch ein Meister der Strategie und des Tötens. Lassen wir der Gerechtigkeit ihren Lauf und ihr werdet alle für eure Verbrechen gegen Norman Osborn bezahlen! Denn ab heute ist Justiz ja nicht mehr blind! Venom dagegen ist pure Kraft, angetrieben durch Hass. Die Spinne gehört uns, und zwar uns allein. Und wer darf sich den ersten Platz nehmen und dadurch zum König erklärt werden? Nach langer Überlegung gebe ich den ersten Platz an...
Bring wir es hinter uns, du Hurensohn. Venom. Seine Motive und sein Auftreten hat mich mehr geprägt und durch den 90er-Cartoon habe ich ihn und andere Schurken kennengelernt. Das war meine Liste. Wenn ihr euch die Mühe machen wollt, eure Top 10 in den Kommentaren dazulassen, macht es ruhig. Und damit sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal.